Ja, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Taroskop mit Ella. Und zwar für die Woche 22. bis 28. März 2021. Die Kartendecks, das Druid Craft Tarot von Philipp und Stephanie Cagon, das Gilde Tarot von Ciro Marchetti. Dann haben wir das Parot auf Palgen Cats. Das ist von Magdalena Messina und gemalt von Luna Airagi. Dann haben wir das Orakel der Krafttiere von Colette Bernwied und das Seelenorakel von Alberto Veloldo, Colette Bernwied und Marcella Lobos. Ja, wir schauen uns auch diese Woche an, natürlich zuerst, was astrologisch drin ist, dann kommen wir zu den Kartenlegungen für die einzelnen Sternzeichen. Und wenn es was Neues gibt, findet ihr das am Ende. Und wie immer bekommt ihr auch als Anhang die Vorwoche nochmal mit auf den Weg, damit ihr euch anschauen könnt, was letzte Woche relevant war und was natürlich für diese Woche auch reinwirken kann, wichtig sein könnte. Ja, also vielleicht habt ihr Interesse, schaut es euch nochmal an. Falls Interesse an der Kanalmitgliedschaft besteht, auch da ist immer ein Film hinten dran, dass ihr euch informieren könnt, was da angeboten wird. Alles andere findet ihr unten in der Beschreibung unter dem Video. Da steht auch die Webseite, die E-Mail-Adresse, alles, wo ihr euch weiter informieren könnt. Und dann starten wir jetzt mit der Astrologie für diese Woche für alle. Ja, interessant, was wir auch letzte Woche hatten. Es war eine sehr schöne Energie. Schauen, wie es weitergeht. Wir haben Merkur und Uranus, die direkt am 22. ja, für Ideen sorgen, für mögliche Vorschläge, Veränderungen vorzunehmen. Man ist entgegenkommend, nett, freundlich mit Sonne und Venus. Und diese positive Verbindung hält vom 22. bis 30., also noch über diese Woche hinaus. Und gerade genau wird sie am 26. Es ist eine sehr schöne Zeit, um ja vielleicht mit kleinen Gesten anderen zu zeigen, wie sehr man sie schätzt, auch sich beschenken zu lassen, miteinander liebevoll umzugehen. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder Höhen und Tiefen, das ist ganz normal. Wir haben zwischen 23. und 25. März den Merkur, der quer zu Mars steht, und dann ist man sehr geneigt, andere zu kritisieren. Und das aber einzustecken, könnte schwierig werden. Wer hört schon gerne Kritik? Aber wenn du das überlegst, dann solltest du dir vielleicht auch überlegen, ob unbedingt die Kritik sein muss. Ja? Und dann haben wir den Palmsonntag. Und der steht in der Waage. Das fördert wieder, ich sag mal, Freundlichkeit, Ausgewogenheit, Diplomatie, ja, vermitteln, ja. Und ich denke, dass es grundsätzlich eine sehr positive Woche ist, die hoffentlich jeder auch entsprechend positiv nutzt. Und das mit der Kritik lieber nochmal nachdenken. Ja, überleg dir, wie gerne du Kritik hörst, und dann kannst du dir vorstellen, wie gern das jemand anders hört. Schauen wir jetzt, wie das bei den einzelnen Sternzeichen ist. Ich wünsche euch ebenfalls eine schöne, angenehme Woche und bin gespannt. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock, zur Taroskoplegung mit Ella vom 22. bis 28. März 2021. Sonnenzeichen Widder, damit sehr viel Feuerenergie in dieser Woche, nicht nur in dieser Woche, auch dem Rest des Monats. Jupiter verliert bei dir ein bisschen an Einfluss, allerdings ja, wechselt er zwischendurch dann auch mal in die Fische, und das ist sehr beflügelt für dich, so Mitte des Jahres. Saturn hatte ich nicht im Griff, aber du bist selbst saturnisch untermalt sozusagen. Ja, deswegen brauchst du Saturn gar nicht, um dran zu bleiben. Uranus intensiviert, ja, ich sag mal, das Gefühl für dich selbst, für das, was dich glücklich machen kann, wenn du es zulässt, vorausgesetzt, ne? Dass du auch mal die schönen Seiten des Lebens ein bisschen mehr in den Mittelgrund rückst. Neptun stärkt deine Kreativität, stärkt deine, ja, ich denke mal, Empfänglichkeit auch für neue Entwicklungen, schöne Ereignisse, und das ist gut so.
Pluto macht dich ehrgeizig und durchsetzungsstark, was dich natürlich dann auch bei dem einen oder anderen Mal unbeliebt machen kann. Ja. Mars steht momentan in den Zwillingen und bis zum 23. April. Das ist ja die Zeit, sich um deine persönlichen Belange zu kümmern. Das heißt, momentan ist diese Machtkonstellation nicht unbedingt da. Du kannst dich auch weiterhin im Job durchsetzen. Du machst das, was du machst, gut, ja. Aber du bist jetzt nicht so gepusht, jetzt um jeden Preis an der Spitze zu stehen oder dich zu profilieren. Das hast du eigentlich auch gar nicht nötig. Was haben wir denn jetzt mit Venus? Venus, ja, wir haben Venus momentan noch in den Fischen. Und ja, guck mal gerade. Ja, also ich denke mal, dass du einen Spannungsaspekt sehe ich gerade. 21. März bis 1. April, da ist die Venus schon im Widder. Und das sorgt für Spannungsaspekte. Und mit Spannungsaspekten ist gemeint, dass mal der Haussegen schief hängen kann, dass man sich falsch versteht. Oder dass man eben, naja, irgendwie was Schräges sagt oder tut. Ja, da muss man natürlich aufpassen. 15. März bis 4. April haben wir eine günstige Merkurstellung. Das heißt, du kannst die Dinge auch verbal wieder gerade rücken. Das wäre gar nicht so schlecht. Direkt am 22. sollst du dich um dich kümmern. Ja, du sollst da eben so ein bisschen das Leben auch genießen. Nicht immer nur Leistung, 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 sondern auch genießen. In Ruhe die Dinge angehen. Du hast schon viel erreicht und das sollst du ja auch für dich nutzen. Da auch mal ein bisschen Zeit für dich zu haben. Wenn dann, sage ich mal, so ein bisschen in der Beziehung oder so ein bisschen es schwierig werden könnte, dann kann das natürlich dazu führen, dass man sich dann wieder in die Arbeit stürzt. Das wäre vielleicht auch nicht so gut. Aber wir schauen mal, was die Karten dazu sagen in dieser Woche. Na, da bin ich ja mal gespannt, was in dieser Woche für den Steinbock so drin ist. Du natürlich auch, ist mir klar. Wir schauen in den Karten allgemein für alle Steinböcke, welche Energien so in dieser Woche für sie da sind, was du davon nutzt und wie du das einsetzt, bleibt natürlich dir überlassen. Aber es gibt so Hinweise, was man lieber lassen sollte, was man angehen kann oder wo man besonders aufpassen muss, wie jetzt auch in der Astrologie. Und du wirst das auf jeden Fall auch merken, was für dich passt und was nicht und wann etwas für dich relevant wird. Wir schauen uns als erstes an, was für den Steinbock in dieser Woche von außen kommt. Also wie die Mitmenschen auf einen reagieren. Da haben wir die 9 der Münzen. 9 der Münzen, auch Erdenergie, Pragmatismus, aber es ist so ein bisschen der Einzelgänger. Die Personen, die sich um sich selber kümmern. Das muss nicht schlecht sein. Ja, 9 der Münzen ist ja auch kurz vor der 10. Vielleicht haben andere in deinem Umfeld auch das Bedürfnis, was zu erreichen und kümmern sich gerade darum. Das kann auch Single-Dasein sein, es kann eben auch ein Selbstständiger sein, männlich oder weiblich. Also, und es geht darum, das Individuum, das einzelne Individuum. Ich denke mal, da sind ein paar Leute vielleicht auch sehr mit sich und ihrer eigenen Situation beschäftigt. Schauen wir uns an, wie du dich siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, dann was vielleicht nicht so gut ist und wie die Woche ausgeht für dich. So, das ist erstmal so der Überblick, was so mit den Energien in der Woche los ist, sozusagen die Wetterkarte. Dann wollen wir uns den Wochentagen einzeln widmen, allerdings bei der allgemeinen Legung 7 Karten. Wann das bei dir eintrifft, kann bei jedem in unterschiedlicher Reihenfolge sein. Dafür sind es einfach zu viele Menschen und das wird nicht alles am gleichen Tag für jeden Steinbock stattfinden. So, wir schauen uns an, wie du als Steinbock deinen Mitmenschen entgegentrittst. Was ist die Energie des Steinbocks? Wie verhält er sich seinen Mitmenschen gegenüber? Ritter der Schwerter. Ritter der Schwerter ist eine sehr forsche Energie, handelt unüberlegt, kann auch sein flexibel, schnell, weil schnell eine Entscheidung erforderlich ist,
eigentlich ganz untypisch Steinbock. Du bist ja überlegt, ne? Du willst auch alles bedenken und so weiter. Aber vielleicht ist das ja auch eine Entscheidung, wo man nicht lange überlegen muss. Wir schauen mal. Ich lege jetzt erstmal die Karten für die 7 Wochentage. Und du wirst dann natürlich spüren und erfahren, was davon für dich jetzt relevant ist in dieser Woche, in welchem Zeitraum. Also wann das für dich ganz persönlich in deiner Situation greift. So, wir beginnen als erstes damit, wie du dich selber siehst in dieser Woche. Und es ist die 4 der Münzen. 4 der Münzen ist Sparsamkeit, an etwas oder jemandem festhalten, also entweder am Geld oder an Personen. Und das ist natürlich auch eine Energie der Erdenergie, dass man etwas festhalten möchte, beibehalten möchte. Es muss nicht eine Person sein, es kann auch eine Einstellung sein. Es kann etwas sein, was man als wichtig erachtet und worauf man nicht verzichten möchte. Dein Wunsch, das ist die 3 der Schwerter. 3 der Schwerter ist Verletzung. Und ich möchte nicht behaupten, dass du jetzt jemanden verletzen möchtest. Ich glaube eher, dass es darum geht, etwas zu klären. Ja, oder dass man auch, es kann ja auch sein, dass man jemandem klar machen möchte, was nicht geht. Wäre auch möglich. 3 der Schwerter als Wunsch ist eben eine Verletzung aus der Welt schaffen, darüber sprechen, sich vielleicht auch mal dazu äußern, je nachdem. Schauen wir uns aber noch an. Hoffnung und Ängste haben wir den Stern, das ist die Heilung. Also eine Kränkung heilen. Vielleicht hast du ja auch jemanden verletzt und möchtest jetzt versuchen, das wieder gerade zu rücken. Vielleicht ist es auch ein Missverständnis. Es kann auch sein, wenn wir die Kränkung haben, dass irgendjemand was gesagt oder getan hat, was nicht der Wahrheit entspricht. Und jetzt hast du das Bedürfnis, die Sache aufzugreifen und zurechtzurücken. Das ist bei jedem unterschiedlich. Gut für dich in dieser Woche ist die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Also deinem Wunsch wird stattgegeben in dieser Woche, dass man das umsetzen bzw. erledigen kann, aus der Welt schaffen kann. Nicht gut ist das Ass der Stäbe. Ein leidenschaftlicher Neubeginn wäre jetzt nicht gut, weil wir eben auch ein bisschen eine kritische Phase mit Venus haben und da sollte man dann aufpassen. Ja? Ich meine, du bist, ich sag mal, als Stereotyp Steinbock jetzt auch nicht der große Gefühlsausbruchsmensch, ja. Aber es ist halt so, du hast natürlich auch Leidenschaft, du möchtest Leidenschaft erleben, aber es ist derzeit nicht so wirklich das richtige Moment, um jetzt was Neues zu beginnen. Kann auch ein leidenschaftliches neues Projekt sein, durchaus. Wie geht das Ganze für dich in dieser Woche aus? Es ist die Herrscherin und deine Dinge laufen erfolgreich weiter. Sie tragen Früchte. Das, was du im Vorfeld gesät hast, das wird sich auch erfüllen oder weiter wachsen. So, die erste Karte, die wir haben, ist die Herrscherin, dass die Dinge weiter wachsen. Du hältst an deinem Vorgehen, an deiner Einstellung, an dem, was du für richtig erachtest, fest. Also vielleicht auch deine Arbeitsweise kann das zum Beispiel sein oder deine Art, die Dinge zu vollenden. Die nächste Karte ist die Obsession. Die Obsession ist die Übertreibung. Es kann auch bedeuten, dass man vielleicht ein bisschen zu harsch ist, etwas zu hart sagt oder tut. Wenn das bei unter dem Wunsch steht, vielleicht ist es auch so, dass du den Wunsch hast, mit großer Energie etwas wieder zurechtzurücken. Also da ist wirklich für dich ein Druck dahinter. Die nächste Karte haben wir die 3 der Kelche, Geselligkeit, da haben wir auch die Heilung drin. Die Wassermann-Energie ist ja auch Geselligkeit, ist aber auch Heilung und nach den Sternen greifen. Gemeinsam vielleicht mit einer Gruppe oder innerhalb einer Gruppe etwas aus der Welt zu schaffen, zu heilen. Die nächste Karte ist die 6 der Schwerter, Gelassenheit, kein Stress, Ruhe, Entspannung. Das ist vielleicht dein Wunsch, ja, um das alles wieder zu glätten, die Wogen zu glätten. Die nächste Karte ist die 9 der Kelche nochmal. Und das bedeutet Ruhe und Frieden und das beigelegt, schätze ich mal. Irgendein Streit, ein Stress, eine Beleidigung, eine Kränkung, eine Enttäuschung in irgendeiner Form. Wir haben den Ritter der Stäbe, Begeisterung, ja, aber nicht der richtige Zeitpunkt in dieser Woche. Wenn du dich für etwas begeisterst, warte noch ein bisschen, sei nicht zu rasch, zu schnell, ja. Und wir haben die 4 der Stäbe, also was Haus, Heim, Familie, Umgebung betrifft, ist alles okay, läuft, ja, ist alles in Ordnung. Wir schauen uns an, woran du denn mit den 4 der Münzen tatsächlich festhältst in dieser Woche. Was ist es? Es ist die Königin der Schwerter. Es geht tatsächlich um Klarheit. Die Königin der Schwerter ist immer, ich bin erstmal aufrichtig und ehrlich zu mir selbst und dann gehe ich nach vorn.
Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Es geht um Liebe, Zuwendung, Zuneigung. Und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass du als Steinbock, als Erdenergie, diese Gefühle auch nach außen trägst. So. Wunsch 3 der Schwerter. Was bedeutet das? Wir haben den Knabe der Kelche, entgegenkommen. Und wir haben die 7 der Münzen. Geduld haben. Geduld haben. Und vielleicht ist es auch, dass man eine Ablehnung erlebt hat. Oder wie gesagt, dass man vielleicht auch jemandem eine Entschuldigung bieten sollte. Man braucht Geduld und Feingefühl dafür. Ja, vielleicht wartest du ja auch auf eine Entschuldigung. So, und es kann durchaus sein, dass die in dieser Woche kommt. Der Stern. 3 der Münzen Teamplay und 3 der Kelche Geselligkeit. Also es ist Arbeit, es hat was mit Arbeit zu tun, es hat was mit dem Aufbau von etwas zu tun, wo man Heilung braucht, wo man vielleicht Unterstützung braucht oder wo man Genesung braucht in irgendeiner Form. Gut für dich, 9 der Kelche, da haben wir den Ritter der Schwerter, das ist deine Energie, schnelle Entwicklung. Und die Stärke, das innere Biest zähmen. Also du hast dich sehr gut im Griff, absolut. Und ich denke, dass sich deine Wünsche schneller erfüllen, als du es vielleicht gedacht hast. Das ist ja deine Energie. Das Ass der Stäbe ist nicht gut in dieser Woche, weil wir haben den Turm. Dinge verändern sich mit Uranus. Und da haben wir das Ass der Stäbe. Du hältst trotzdem daran fest, aber ich denke, dass du weißt, dass das diese Woche eben noch nicht klappen wird. Das heißt nicht, dass es gar nicht klappt, nur eben nicht diese Woche. Die Herrscherin, 10 der Schwerter über etwas hinwegkommen, nämlich eine Kränkung entweder bei dir oder beim Gegenüber. Und wir haben nochmal die Herrscherin, damit haben wir 3-mal die Herrscherin, die Dinge gehen voran, auch wenn es sich zeitweise, denke ich, ein bisschen schwieriger anfühlt, aber es lässt sich auflösen und das ist ja schon mal gut. Die Herrscherin, Ass der Kelche, sich um dich kümmern, deine Bedürfnisse, deine Belange und die 6 der Münzen, Fairness herstellen, ja, auch ich denke mal, ein bisschen entgegenkommen und Gefühl von deiner Seite vielleicht, dass du da auch zeigst, dass du auf Spur bist, dass du auch Gefühle rüberbringen kannst. Mit Geduld und Ausgewogenheit. Was ist jetzt der Teufel? Es ist der Herrscher. Und der Herrscher sagt mir ganz klar, dass es um Durchsetzung geht. Vielleicht hast du versucht, dich irgendwo krampfhaft durchzusetzen und bist damit auf die Nase gefallen. Oder hast jemandem auf die Füße getreten und vielleicht auch eine entsprechende Antwort bekommen. Das ist die Übertreibung, sein Machtgehabe auszuspielen. Und die 8 der Münzen, und ich denke, es hat was mit dem Job zu tun. Es hat was Geschäftliches zu tun. Vielleicht bist du jemandem auf die Füße getreten. Oder es kann auch sein, dass dein Chef dir auf die Füße getreten ist. Aber egal wie rum, man braucht ein bisschen Geduld. Und entweder bekommst du die Entschuldigung oder du gibst die Entschuldigung. 3 der Kelche Geselligkeit, da haben wir die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Und die 3 der Stäbe bedeutet, du lernst immer besser, auch im gesellschaftlichen Bereich, also auch im Gefühlsbereich, mit der Intuition zu arbeiten. Ne? So ein bisschen Teamplay, aber auch Kameradschaft im Sinne von Freundschaften oder Entgegenkommen. Das wird immer einfacher. 6 der Schwerter, Königin der Kelche, sehr gefühlvoll, sehr mütterlich und sehr liebevoll, die Liebenden. Also dadurch, dass du dich ein bisschen gefühlsmäßig mehr öffnest, wird das alles ein bisschen leichter für dich und auch für deine Leutchen. 9 der Kelche, da haben wir den Teufel und da haben wir die 2 der Schwerter. Das heißt, die Obsession, die Übertreibung wird runtergefahren. Das ist ja auch dein Wunsch. Da ist ja liebevolle Energie und Fairness drin. Also entweder du wurdest unfair behandelt oder du hast jemanden unfair behandelt. Das mag bei jedem, wie gesagt, anders liegen. Aber wir kriegen das hin und das klappt. Ritter der Stäbe, da ist die 3 der Schwerter und da ist das Gericht. Und zwar wird da ein bisschen die Begeisterung auch runtergefahren. Das ist die Kränkung, ja, dass man eben vielleicht ein bisschen übertrieben hat in irgendeiner Form. Da wird klar und sachlich drüber gesprochen und das wird aus der Welt geschafft. 4 der Stäbe, das ist Gerechtigkeit und das Ass der Schwerter. Da wird auch im Privaten geklärt, was es zu besprechen gibt. Also du hast vielleicht ein paar Gespräche zu führen in dieser Woche, die aber dazu führen, dass sich deine Wünsche erfüllen, dass die Dinge sich ja wieder glatt bügeln lassen. Entweder für dich, ne, oder durch dich. Das ist für jeden Steinbock vielleicht ein bisschen anders.
Wir haben den Papagei und das sagt, achte auf deine Worte. Es ist wichtig, ja. Vielleicht könntest du im Übereifer ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Kann ja sein. Es ist ja nicht gesagt, dass die Verletzung schon passiert ist, aber wenn du dir wünschst, dann, dass da etwas wieder gut gemacht wird, dann, ja, dann kann es wahrscheinlich eher in der Vergangenheit liegen. Aber du solltest auf deine Worte achten in dieser Woche. Ich lese mal vor, was der Papagei bedeutet als Krafttier. Die Botschaft lautet, was ist es, das du dir selbst erzählst? Welche Botschaft wiederholst du dabei immer wieder? Ist es etwas, das dir ein Wohlgefühl mit dir selbst vermittelt und dich an deine Stärke und dein Potenzial erinnert? Papageien ahmen die Laute in ihrer Umgebung nach und wenn der Papageiengeist erscheint, heißt es, achtsamer in Bezug auf deine Selbstgespräche und ihre Inhalte zu sein. Was erzählst du anderen? Wiederholst du ihnen gegenüber, was du wirklich glaubst? Denke daran, dass es zu einer positiven Gewohnheit werden kann, mit Licht und Liebe zu sprechen. Sei freigebig mit Dank und Komplimenten, bestärke alles Gute in der Welt, sodass deine liebevollen und heilenden Worte im ganzen Dschungel widerhallen, indem sie durch das Stimmengewirr dringen und andere inspirieren. Lausche umgekehrt auf die Worte, die dich an all die Kraft, die Fülle und die freudigen Momente in deinem Leben und der Welt um dich herum erinnern und wiederhole sie, indem du bekräftigst, was echt und wahr und Nahrung für die Seele ist. Das Universum spiegelt dir die Geschichte wider, die du dir selbst erzählst. Worte besitzen Macht. Wähle also solche, die dir Kraft geben und andere dazu anhalten, der Schönheit inne zu werden, von der wir umgeben sind. Also auch positive, positive Wortwahl. Nicht nur verbal, also im Gespräch, sondern auch tatsächlich gedanklich. Dass du dir überlegst, denke ich vielleicht selbst zu negativ, ja? Setze ich zu viel Negatives voraus oder rede ich mir selbst auch Negatives zu? Also spreche ich nett mit mir oder spreche ich nicht so nett mit mir? Nimm mir das Ass der Kelche und wir haben hier die Ausgewogenheit mit den 6 der Münzen. Wenn du mal darauf achtest, wird dir das bewusster. Und das kann dir helfen, eben auch positiver zu denken. Ja? Und das zeigt dich natürlich auch im Außen. Schöne Worte und schöne Ergebnisse. Was sagen denn die Schamanen zu dieser Woche für den Steinbock? Was haben wir für dich in dieser Woche? Der Ratschlag, der Hinweis, was kommt da von den Schamanen für den Steinbock? Die Krähe, die Nummer 13. Die Krähe. Okay, schauen wir uns an, was die Krähe dir sagen möchte. Die Nummer 13. Das ist auf Seite 46. So, die Krähe. Die Essenz. Die Krähe ist der Hüter des universellen Gesetzes, des Gesetzes der Wahrheit. Sie lehrt uns, unseren Worten Taten folgen zu lassen und den Eindruck, den wir nach außen hin vermitteln, mit unserem wahren Wesen in Übereinstimmung zu bringen. Das gefiederte Wesen besteht darauf, dass wir die Wahrheit sagen und Wahrheit leben, statt nach ihr zu suchen. Und dass wir jeder Situation, in die wir geraten, mit Wahrhaftigkeit begegnen. Also authentisch sein, mit sich selbst im Reinen sein. Die Einladung, wenn du immer die Wahrheit sagst und dein Handeln an ihr ausrichtest, bewahrheitet sich irgendwann alles, was du sagst. Die Wirkmacht deines Mitgestaltens mit der Wahrheit entspricht dem universellen Gesetz. Korrigiere jegliches Unwahre in deinem Leben, ohne dich dabei zu verurteilen. Lass zu, dass die Wahrheit dich befreit. Vielleicht geht es da auch um eine Lüge, irgendwas, was behauptet wurde. Die Medizin steht zu deinem Wort. Die Krähe trifft genau in dem Moment ein, in dem wir uns davon überzeugt haben, dass unser Handeln richtig und berechtigt ist. Doch während das in Bezug auf die relative Wahrheit durchaus zutreffen mag, sieht es im Bereich der absoluten Wahrheit womöglich ganz anders aus. Schau also tief in dein Herz und bleib auf der Hut, damit du dich nicht von etwas überzeugst, was letzten Endes doch nicht deiner bzw. der höchsten Wahrheit entspricht. Also das ist so ein bisschen die Auslegungssache der Wahrheit. Und das bedeutet vielleicht auch, sich so ein bisschen die Denkweise oder die Sichtweise anderer anzuhören, sie nicht unbedingt anzunehmen, aber sie zu verstehen, sodass man die Wahrheit eben auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Das ist so, ja, deswegen achte auf deine Worte. Deine Worte können ja auch falsch aufgefasst werden, wenn du etwas sagst, was jemand anders in den falschen Hals bekommt, vielleicht gekränkt ist und du hast es gar nicht so gemeint. Das wäre jetzt so ein Fall.
Ne? Und das ist für dich natürlich auch unangenehm. Du möchtest das gerne klarstellen, weil derjenige das falsch verstanden hat. Aber vielleicht liegt es auch daran, wie du etwas ausdrückst oder wie du auf die Person zugehst. Das muss man dann von Fall zu Fall sehen. Also das wäre so mein Ratschlag, da ein bisschen drauf zu achten, dass es vielleicht nicht so kaltschnäuzig oder so rüberkommt und wenn du das auch nicht so meinst. Ja, die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Ja, und das ist eben das, was für manche Menschen dann eine andere Wahrheit darstellt als deine eigene. Ja, das ist jetzt so das, was ich für dich diese Woche habe. Aber es ist doch okay, ein bisschen aufzunehmen, ein bisschen zu klären, zu bereinigen. Deinen Wünschen wird stattgegeben. Ein bisschen Zurückhaltung mit Neuerem und natürlich Achtung, wenn du in der Begeisterung vielleicht was von dir gibst, was andere in den falschen Hals bekommen oder wenn jemand unfair zu dir ist. Aber das lässt sich auch diese Woche bereinigen. Und ich denke auch ziemlich schnell. Ja. Ja, mein lieber Steinbock, ich bin gespannt, wie diese Woche für dich passt, was du daraus machst, wie du damit umgehst, welche Erkenntnisse du daraus gewinnst. Vielleicht magst du es ja in die Kommentare schreiben. Und wenn es dir gefallen hat und wenn du was ja, für dich gefunden hast, was dich beflügelt, was dir, ich sag mal, einen Impuls gibt, dann lass gern ein Däumchen hoch da, dann weiß ich auch, dass es dir gefallen hat und dir geholfen hat. Ich habe jetzt noch einen Spruch für dich. Und zwar für diese Woche: Es kommt im Leben nicht darauf an, Glück zu haben, sondern glücklich zu sein. Glück haben ist ja sogenannte Zufälle und glücklich zu sein bedeutet, sich eigentlich klar zu machen, was Schönes einen umgibt und dafür dankbar zu sein. Und das finde ich auch sehr schön. Das hinterlässt dann auch positive Spuren, als wenn man sich immer am Mangel orientiert und sagt, was einem fehlt oder denkt, was einem fehlt. Ja? Ja, ich hoffe, der Spruch hat dir auch gefallen. Und wie gesagt, vergiss nicht das Däumchen hoch, wenn du da ein bisschen Unterstützung rausziehen konntest. Ich wünsche dir eine schöne, angenehme Woche und sag dann mal bis bald. Ja, meine Lieben, es gibt ein paar Neuigkeiten. Ja, es gibt erstmal die Neuigkeit, dass ich jetzt auch demnächst Mehrwertsteuer abrechnen muss. Das heißt, ich werde ab 1. April, und das ist kein Scherz, ein bisschen die Preise erhöhen müssen. Ich werde das ankündigen und ich werde auch die Preisliste dann rechtzeitig reinstellen, sodass ihr wisst, dass es leider ein bisschen mehr sein muss. Aber wie gesagt, ich muss jetzt auch Mehrwertsteuer und Rechnung mit Mehrwertsteuer erstellen. Ich müsste das eigentlich schon ab März, aber ich mache das ab April für meine Kunden. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, wenn ihr Aufträge abgeben wollt für mich, könnt ihr das noch machen zum alten Preis. Der neue Preis wird ab April bekannt gegeben. Wie gesagt, ich werde das so regeln, dass die Preise jetzt nicht total überhöht sind. Ich werde praktisch die Mehrwertsteuer, die draufkommt, teilen zwischen euch und mir, sodass eben da nicht so Riesenpreise rauskommen, aber es muss halt sein. Ja, meine Lieben, tut mir leid, aber es ist halt so. Das andere, momentan funktioniert das auf der Webseite noch nicht mit dem SEPA-Lastschrifteinzug, also dass ihr automatisch auch Aufträge dort einstellen könnt. Das liegt am Dienstleister, ich weiß nicht, wo es hakt, aber ich kümmere mich drum, aber leider ist das noch nicht passiert. Also ich werde das in naher Zukunft nochmal bekannt geben, wann das dann funktioniert. Und dann wird es vielleicht in naher Zukunft auch etwas Neues geben. Das werde ich aber dann bekannt geben auch, einfach was euch vielleicht auch gefallen wird, was ihr ja mal als Überraschung erleben werdet. Wenn ich es schaffe, mache ich das schon ab April. Ich kann es nicht versprechen, weil das also auch eine zeitliche Sache ist. Aber ich hoffe, ihr freut euch immer mal wieder was Neues zu hören, was so passiert und wie es so aussieht. Und könnt mir gerne dazu auch ein Feedback geben. Also, ich freue mich auf euch und sage bis bald. Tschüss!